Hallo und willkommen bei einer neuen Folge The Hunter Primal mit Exhumed. Ja, und wir werden jetzt direkt mal gucken. Hier rennt ein Triceratops mich schon wieder um. Vor denen die mich auch schon mal wieder töten können. Dazu müsste aber auch mal ein bisschen stehen bleiben. Der kann sich nicht entscheiden, ob er ins Wasser möchte oder nicht. Scheint, als wenn er Wasserschuh ist. Wollte schon sagen, eigentlich der dritte Schuss viel zu viel, aber eigentlich müsste das völlig ausreichen. Der hat so viel Schaden abbekommen, eigentlich. Ah, das 50 Kaliber macht schon verdammt viel Schaden. Bin mir nicht sicher, ob das mehr Schaden macht als die 700er Doppelflinte. Aber möglich wäre das schon. Guck mal, ob der noch überhaupt Erhaltungszustand hat. Der, doch, der hat noch 100. Dreimal Lunge, einmal Schulterblatt, einmal Steißbein, okay. Nicht ganz korrekt gezählt irgendwie. Und natürlich regnet es schon wieder. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal so querfeldein irgendwo mal langlaufen. In der Hoffnung, irgendwo mal wenigstens noch irgendein Dino zu erwischen, so wie den Triceratops gerade. Kann aber eine ganz schön Latscherei ausarten, weil scheinbar irgendwie extrem wenig Dinosaurier hier rumrennen. Kenne ich eigentlich gar nicht so aus der Gegend hier. Ich meine, die wird aus dieser Gegend schon, aber bei Madame rum so, da sollte eigentlich doch schon mehr los sein. Zumal das Spiel ja erst seit 2-3 Stunden läuft, eigentlich. Hab ja immer mal die Folgen pausiert. Aber irgendwie ist hier halt gar nichts. Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf, dass ich hier noch irgendwas finde. Gibt hier immer mal irgendeinen, aber hätte natürlich ein paar mehr vor der Flinte. Gerade überlegt, ob ich hier unten mal reinlaufe. Aber hier unten gibt es eigentlich nur Raptoren, wenn denn. Falls überhaupt welche unten rumlaufen. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust, muss ich sagen, hier an der Küste lang zu laufen. Auch wegen dem Soundbug, der da immer noch ist. Da hinten ist eine Basis. Und irgendwo da, ich weiß gar nicht, war das, da ist die Basis. Ich glaube, an dieser Felsformation kann man hochlaufen. Das war, glaube ich, an der Stelle. Aber ein bisschen schlecht sehen von hier aus. Es war auch definitiv ein, zwei Felsblöcke dahinter. Und dann gibt es hier vorne irgendwo auch nochmal eine Möglichkeit, wo man hoch und, also zumindest runterkommt. Da hinten kann man definitiv hoch und runter.
ist immer so ein bisschen gefährlich, weil es ja hier im Spiel einen Fallschaden gibt. Das heißt, wenn man irgendwo ein bisschen weiter runterfällt, dann kann man direkt mal sterben. Ist dem Eddie schon ein paar Mal passiert in seinen Videos. Als er bei Madame mal den Abhang da runtergelaufen ist, hat er da nicht drauf geachtet, dass unter ihm das Gefälle so steil war. Kurz abrupt. Und dann ist er direkt mal gestorben, glaube ich. Oder hat sich zumindest doll verletzt. War an einer seiner Folgen. War schon eine tolle Aussicht hier. Wenn die Sonne scheint, sieht es echt cool aus. Aber kein Dino, weit und breit, Mensch. Unglaublich. Bin ja auch der Meinung, dass die Entwickler mit dem Entfernen der Quetzalcoatlus es doch ein bisschen übertrieben haben, dass sie halt nur beim Vulkan rumfliegen und vor allem, dass die Dinos halt auch nicht nachspawnen. Das heißt, wenn die einmal weggeschossen sind, die vier, fünf, die da hinten am Vulkan halt drumherum fliegen, dann kommen halt auch keine mehr. Und hier in der Gegend ist halt auch gar nichts. Ja. Ich hatte mir echt gewünscht, dass immer mal wieder so ein, zwei, so in Abständen von ein paar hundert Metern oder, ja, sagen wir mal, Kilometer oder 500 Metern hier oben halt rumflattern. Aber irgendwie verschenktes Potenzial. Jetzt haben wir ein paar Steine ein. Scheint so, als wenn sie das hier geändert haben. Irgendwie sieht das hier anders aus. Bisschen modelliert anders hier. Naja. Laufen wir mal Richtung Site C, glaube ich, ist das hier hinten. War auch schon lange nicht mehr. Mache ich mal so eine kleine Biege und gehe dann zum Ende hin nochmal zu Madame Celeste Club zurück. Weil da ja meine Ausrüstung noch liegt, so ein bisschen. Bevor ich mich endgültig dann auslocken würde, vorerst wenigstens noch einen Teil meiner Ausrüstung wieder mitnehmen. Zumindest ein paar Schuss von der 50er Kaliber. Ja, ich werde hier auch jetzt nicht schleichen oder so. Hab ja Tarnkleidung ein bisschen an. Stufe 5. Das sollte doch eigentlich ein bisschen was helfen. Weil jetzt hier so rumschleichen macht, glaube ich, kaum Sinn, da hier scheinbar gar keine oder sehr, sehr wenige Dinosaurier sind. Was mich echt wundert, muss ich sagen. Kommt echt selten vor, dass man hier so weitläufig laufen kann und ohne, dass man über irgendeinen Dinosaurier stolpert. Kiste lasse ich da mal links liegen, weil bin eh nahezu voll im Inventar. Könnte eh nichts mehr mitnehmen. Und brauchen tue ich auch nichts. So, da haben wir einen Triceratops gerade. Gehen wir da mal rüber. Wenigstens einen töten. Wenn nicht den seine ganzen anderen Kameraden halt alle verstecken, weil die alle Schiss haben. Kann ja nur der Grund sein. Wir wissen ganz genau, hey, hier kommt der Exu mit.
und der ist schwer bewaffnet. Da geben wir mal lieber alle in Deckung. Der Winkel war jetzt nicht so toll. Warten wir mal, bis er sich zeigt. Wird er sicherlich gleich machen. Da kommt er schon. Und wieder schön unterhalb des Hals im Brustkorb geschossen und mittig schön anvisiert. Da sitzt nämlich das Herz. Links und rechts die Lunge. Oh, will er sich verstecken hinterm Busch? Nein, er tut nur so. Na, wann bleibt er mal liegen? Okay, jetzt. Gut. 1188. Oh, recht schwer schon. Geht aber noch eine Nummer dicker. So, ich gehe dann mal jetzt da rüber, weil da Zeit C ist. Wenn ich keine Ausrüstung benötige eigentlich. Kann es nicht schaden, da mal vorbeizugucken. Könnte sein, dass da ein T-Rex rumläuft. Dinge. Überhaupt kein Dinosaurier. Kein Uta, keine Velo, kein gar nichts. Wahrscheinlich sind sie im anderen Drittel oder zwei Drittel der Karte, wo ich noch nicht war, jetzt in den letzten Folgen, tummeln sich wahrscheinlich alle und warten nur auf, dass wir getötet werden. So, hier haben wir den kleinen Teich. Da hinten ist ein Busch. Ich dachte, wäre eine Kiste. Sah von hier so aus. Gehen wir mal da lang. Hier muss doch noch irgendwo ein Dinosaurier sein. Ich meine, ich weiß ja, dass sie ausgestorben sind, aber hey, was soll's? Ich brauche Abschüsse, Mensch. Da. Da habe ich doch was gesehen. Der steht da so schön. Und frisst. Da war zu weit oben der Schuss. Na komm. Ja, ist schwierig mit der Panzerplatte vorne am Kopf. Hält eine Menge Schaden ab, wenn man nicht so richtig den Winkel hat. Kann man durchaus mal mehrere Schüsse brauchen, bevor der noch mal dann irgendwann umfällt. Zumal das Anvisieren und Atem anhalten, kann man ja machen. Leicht verzögert ist und es dauert immer ein, zwei Sekunden, bis er dann wirklich mal 100% kurz stillsteht quasi. Oder das Fahren kurz mal für eine halbe Sekunde mal fest stehen bleibt.
Wenn man da den Punkt verpasst, dann fängt das wieder doll an zu wackeln. Ist immer schwierig. So, er ist jetzt weggelaufen. Ja, hier hört man ja diesen scheiß Sound vom Wasser. Ich mag das nicht. In der Nähe vom Wasser laufen. Bei einem Patch hatten sie es mal ganz gut gelöst, da hat es gut funktioniert, aber irgendwie dann beim nächsten oder übernächsten Patch, dann haben sie es versaut wieder. Seitdem hört man da wieder so dieses komische Trecker-Geräusch, oder als wenn irgendein Motor läuft im Wasser. Das hört sich echt merkwürdig an. So, da war irgendwo ein Utag. Nickschuss, würde ich mal meinen. Dann laufen wir mal erst zum Motorraptor und scannen den noch ein, damit ich den nicht aus den Augen verliere und nicht mehr weiß, wo der dann liegt. Ist mir auch schon passiert, dass man da, bin ich dann immer durch die ganze Gegend gelaufen und habe immer gesucht, Mensch, wo ist denn der, wo ist denn der? Weil durch das hohe Gras und alles, da sieht man das dann schlecht. Gehen wir erstmal den Endscan und dann kurz mal gucken bei der Basis, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Irgendwas Verwertbares. War wieder auch scheinbar nur einer. Sonst hätten sich die anderen nämlich schon gemeldet. Das wird Triceratops sein, ja. Triceratops Kakerlaken. Wirbelsäule, ja. So, dann gehen wir mal da zur Basis kurz, wo ich eigentlich nichts brauche. Aber wir gucken einfach mal rein in die Kisten. Scheint also doch noch Utahraptor zu sein oder Utahraptoren. Kackhaufen. Noch eine neue Spur, sind also nochmal zwei. Laufen alle in die Richtung. Naja, vielleicht sehen wir dann ja ein oder zwei, wenn wir da langlaufen. Was haben wir hier noch? Und da hinten rennt wieder ein Triceratops rum. Probieren wir mal von hier aus. Na. Entweder zu weit weg oder ich habe mich getroffen. Oder rennen wir mal ein bisschen hinterher. Aber so ist das immer. Die stehen kurz, dann denkt man, ach, jetzt kommen, jetzt könnte man schießen. Und dann, wenn man dann bereit ist zum Anvisieren oder zum Schießen, dann rennen die einfach mal wieder weiter.
eigentlich eine blöde Position. Von hier aus. Aber er ist tot. Vielleicht hat er aber auch schon zwei der Treffer abbekommen. Hat sich darum nur nicht gekümmert. So, was haben wir hier? Handschuhe, Schuhe. Nee. Nee, nee. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Den könnten wir mitnehmen, da haben wir genug Platz für. Gleich mal nachladen. Sicher, sicher. Nicht, dass wir dann mit einem Fake dann wieder sind und dann. Welche Waffe, welche Waffe? Erstmal nachladen müssen, das ist immer ganz schlecht. Ich finde, das hätten die Entwickler auch mal ändern können inzwischen. Dass man, wenn man das Spiel betretet oder betritt, nicht immer die Waffen alle nachladen muss erst. Ich weiß nicht, irgendwie. Klar, wenn man nach realistischem Vorbild ausgehen würde, wäre das natürlich so. Na, man geht ja auch nicht mit geladenen Waffen irgendwo auf den Schießstand, sondern man lädt die Waffen erst da. Aber es gab schon ein anderes Mal so den Moment, dass ich dann im Spiel war und dann direkt irgendwelchen Dino vor mir hatte und schießen wollte und merkte dann so, ach ja, scheiße, man muss ja jetzt mal nachladen. Und dann kommt man durchaus mal ein bisschen in Bedrohung, weil man denkt, man hätte ja jetzt direkt schussbereit eine Waffe und dann... Oh, okay. Interessant. Aus der Entfernung habe ich geschossen im Prinzip hierhin, in die Wirbelsäule-Region. Habe aber getroffen, das Gehirn. Okay, nicht schlecht. So einen Treffer hatte ich auch noch nicht. Voll von hinten. Das ist ja mal geil. So, dann rennen wir mal runter. Ja, das ist halt blöd, wenn man halt Waffen hat und denkt so, okay, jetzt kannst du schießen und dann musst du aber erstmal nachladen und dann hängt vielleicht schon direkt ein Mutter an dir dran und knabbert sich durch dich durch. Ist immer ganz, ganz toll und das ärgert mich dann immer. Und jedes Mal, wenn mich das, wenn mir das passiert, dann fällt mir das immer wieder ein. Man könnte das doch eigentlich mal ändern. Was haben wir hier? Der Raptor weiblich ziehend da lang. Von der Mega bekommen. Da war keiner. Okay, ist sie da lang. Das ist der zweite. Sind wohl hier runter und dann Richtung Side B. Hier am Wasser lang. Die werden wir vorne bestimmt noch sehen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge.